Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is you, is fun, is yuppie-doo. Wir sind hier im Unterwasserwelt-Dingsbums. Bisher hatten wir noch nicht so große Probleme, aber wir machen einfach weiter. Die Probleme kommen bestimmt. Denn Baba ist hart, Baba ist süß, Baba ist toll. Ihr seid Baba, all das seid ihr. Ihr seid toll und super. Okay, Wall is stop, Flag is win, Pillar is push. Haben wir schon gemerkt. Baba is you, Star is defeat. Und mehr gibt es nicht. Okay, cool. Das heißt, wir müssen auf die Flagge rauf und Star ist doof, aber an die Seiten kommen wir nicht. Das heißt, wir haben eigentlich nur Pillar ist Push und Baba ist You. Okay, Pillar ist Push, Baba ist You. Flag ist Win. Star ist Defeat. Star ist Defeat. Können wir sagen, dass Star ist Pillar? Das kommt mir jetzt als erstes in den Gedanken. Star ist Pillar und dann gibt es keine Stars mehr. Und wenn es keine Stars mehr gibt, dann gibt es nichts mehr, was uns töten kann. Ist das nicht super dull? Star ist... Nee, Pillar ist da. Nein, das ist genau falsch rum. Oh no! Noch mehr Zeug, das mich töten kann. Oh gosh. Das ist doch nicht blöd. Okay, das war doof. Ich glaube, das ist falsch. Was ist denn, wenn wir jetzt... Pillar ist... Ah nee, ist da... Pillar ist da? Nee, ist da? Okay, das war falsch. Wir machen nochmal neu. Mein erster Gedanke war blöd. Baba is you. Wir können sagen, Pillar is you. Dann wären wir ein Ding hier. Das bringt uns aber auch nichts, weil Star ist trotzdem Defeat, ist die Sache. Und wenn Star Defeat ist, dann sterben wir. Können wir die Flagge rausschieben? Nee, weil Flag ist nur Win und nicht Push. Black ist gar nix. Black ist gar nix. Dann... Weiß ich das auch nicht. Pillar ist Push. Baba ist You. Wir könnten machen... Pillar ist You. Dann sind wir so ein Pillar und können hier rumlaufen. Bringt uns das dann irgendwas? Wir können machen... Baba ist Push. Push ist You. Push ist Baba. Star ist... Wir müssen doch irgendwas mit den Stars machen, oder nicht? Wenn wir sagen, Star ist Push, das müsste gehen, oder? Statt Pillar sagen wir, Star ist Push. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Weil Push ist Star, das ist wahrscheinlich falsch rum. Von der Pronunciation her, Star ist Push, oder? Okay, ich dachte, das geht. Push ist Star geht nicht, sondern es muss wirklich Star ist Push sein. Aha, interessant. Dann... Machen wir irgendwas anderes. Hey, wie kriegt man denn diese Dinger hier weg? Die Pillars sind jetzt auch kein Push mehr. Wall is stop, Flag is win. Pillar? Black is win is Pillar? Black is win is Pillar. Wall? Flag is wall? Is stop. Black is wall? Moment, was? Gehören, bitte arbeite! Flag? Oder kann man sagen, Pillar ist Win? Nee. Pillar ist kein Win, weil Win ist Pillar. Win ist Pillar ist kein richtiges Englisch, hä? Na gut. Dann sagen wir... Wall ist Flag. Flag ist Wall. Ist Stop. Jetzt haben wir eine Wall. Aber kein Win mehr, weil nichts mehr Win ist. Moment, was? Ah! Das muss ich machen. Pillar ist Push, Wall ist Stop. Mehr können wir hier aber gar nicht machen. Wir können ja nur das Ist dazwischen machen, aber das bringt uns gar nichts. Okay, wir können sagen, dass irgendwas anderes Defeat ist. Wir können sagen, Pillar ist Defeat, was uns gar nichts bringt. Wir können die Stars zu Pillern machen. Nee, wir können die Pillars zu Stars machen, so rum. Aber das hatten wir ja eben schon gemacht. Die Pillars kann man pushen. Damit hat das doch bestimmt irgendwas zu tun. Ich hätte gedacht, man kann irgendwie die Flagge da raus pushen oder so. Oh nein! Ich bin so dumm! Leute, wir können ja sagen, Pillar... Oh. Wir können ja sagen, Pillar ist you. Jetzt sind wir die Pillars und wir haben ja den Pillar da drin. Haha! Ich bin so schlau, Leute. Ohne Witz. Ich bin so krass, Alter. Mann, hier, Level 5. Okay. Spiel, gib mir irgendwas. Oh, das ist groß. Gib mir irgendeine Herausforderung. Wall is stop, Baba is you, Flag is win. Das hatten wir doch schon mal. Wenn Baba is win ist, dann sind wir zwar win, aber dann geht nichts mehr. Baba is
Win? Baba is you, Baba is win. Wir haben gewonnen. Okay, das war dann wohl nur Tutorial-mäßig. Okay, Level 6. Oh, warte, da war ein blaues Level. Lock? Da war ein blaues Level. Return to map. Das gucken wir uns an. Was bist du denn? Submerged Ruins. Ein extra Level, auch so ein großes. Baba is you, wall is stop, flag is defeat. Grab ist überhaupt gar nichts. Flag is defeat, okay. Rock ist push. Jetzt ist Flag win, aber jetzt ist auch Grab defeat. Rock ist push? Ich meine, wir können wegnehmen, dass Rock push ist. Jetzt können wir hier reingehen. Toll. Und dann können wir es selber dahin schubsen. Bringt uns jetzt nicht wirklich was? Wir könnten machen... Nee, könnten wir nicht. Okay. Wir können machen. Was können wir machen? Wir können absolut gar nichts... Doch, warte. Wir können machen, dass Rock nicht mehr push ist und wir könnten Rock hier rausholen. Dann können wir sagen, Rock is you. Jetzt sind wir der Stein. Okay. Aber der Stein stirbt trotzdem, oder? Moment, können wir? Jetzt sind wir wieder Baba. Grab is flag. Nee, grab is... Flag is defeat. Hä? Jetzt sind wir wieder der Stein. Wir können uns hier rein... Wir können ja nicht einfach wechseln zwischen Baba und dem Rock. Also so schon, wenn wir hier immer nur hin und her wobbeln, aber sonst. Bringt mir das irgendwas, dass ich der Stein bin? Vielleicht Rock ist Baba? Was passiert, wenn ich Rock ist Baba mache? Rock ist you und Rock ist Baba. Achso, weil wir der Stein sind, aber es keinen Stein mehr gibt, sind wir tot. Okay. Und wenn Baba... Baba is you? Baba is you? Und Baba is Rock. Nee, das kommt auf dasselbe hinaus, ne? Dann sind wir wieder der Stein und sind einfach tot. Aber ich glaube, irgendwie so ist das. Dann könnten wir uns nämlich zweimal haben. Wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir der Stein sind, während dieser Stein noch da ist und dass dann zwei Steine da sind. Können wir machen Baba? Baba is Rock is you? Baba? Baba? Hä? Ich glaube, ich bin in einer heißen Spur gerade auf der Spur. Baba is you is Rock? Kriegt das Rock hier nicht weg? Ups. Baba is you is Rock. Das hört sich in meinem Gehirn zumindest ein bisschen gut an. Baba is you is Rock geht nicht. Baba is Rock is you können wir nicht machen, weil wir dann das... Oder? Vielleicht doch? Baba is Rock. Jetzt haben wir zwei Rocks, aber jetzt sind wir das nicht mehr. Okay, wenn wir... Rock is Baba is you. Hä? Ich verstehe gar nichts, Leute. Moment. Also hier rein, das ist ja schon mal logisch, dass man das machen muss, oder? Dann den Rock hier rausnehmen. Wir haben ein Is. Rock is you. Ups. Ich weiß nicht mal, ob uns das irgendwas bringt mit dem Krabben da. Aber ich habe das Gefühl, dass wir zweimal da sein müssen. Rock is you is Baba. Geht aber auch nicht, oder? Dann ist doch wieder dasselbe wie eben. Wieso geht denn das nicht? Rock is you. Oh, vielleicht... Moment. Wir können vielleicht Baba is Rock machen. Baba is Rock? Dann haben wir zwei Rocks. Und die können wir auch beide steuern. Baba is Rock und Rock is you. Jetzt sind wir zwei Rocks. Und die können wir auch... Oh nein, jetzt sind sie übereinander. Nee, Moment. Das wollen wir nicht. Wir wollen die getrennt haben. Okay. Und jetzt? Was ist denn, wenn wir jetzt dagegen laufen? Okay, Flag? Okay, jetzt ist ein Stein da. Jetzt können wir das doch machen. Flag is win. Alter!
Da kriegt mein Gehirn ja richtig den Orgasmus, wenn ich so schlau bin. Ich habe zum Glück heute nicht so viel Schule gemacht. Mein Hirn kann doch denken, Leute. Cool. Okay, hier gibt es anscheinend noch mehr blaue Level. Die gucken wir uns später an. Das scheinen ja irgendwelche extra Level zu sein. Wir machen hier erstmal Lock weiter. Ja, das ist ja mega witzig. Okay, Lock. Baba is you. Der Schlüssel ist push. Key is push and open. Und door is shut. Also die Tür ist zu. Ist Rock irgendwas? Rock ist gar nichts. Gibt es denn irgendwo einen Rock als Wort? Ja, da. Da drinnen, Rock ist ein Wort. Wir könnten den Schlüssel hier benutzen, um hier aufzumachen. Jetzt haben wir das Rock. Jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen den Stein hier irgendwie zu einem Schlüssel machen. Das heißt, Rock ist Key müssen wir irgendwie machen. Rock ist Key ist open. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt ist Key aber kein Push mehr. Aber jetzt. Moment, also das ist das Ziel, ja. Wir können ja schon mal einmal Ziel laufen. Aber ich möchte nochmal kurz was anderes probieren. Müsste eigentlich auch gehen. Wir machen das nochmal anders. Nochmal. Denn, kann man... Rock ist gar nichts, ne? Ja. Die müssen wir auf jeden Fall aufmachen, das Rock rausholen. Ich möchte probieren, ob man... machen kann... ob man das Key einfach austauschen kann mit Rock. Müsste gehen, oder? Also wenn ich jetzt sage, Rock ist open und Rock ist push, kann ich jetzt mit dem Stein die Tür aufmachen? Ja, okay, cool. Wollte ich nur wissen. Okay, cool, alles klar. Dann Level 7. Machen einfach mit dem Stein die Tür auf. Novis, oh Gott, wo sind wir? Da. Rock ist... was? Baba is you, door is shut, wall is stop. Nee, door is stop. Aber door ist auch shut. Door ist sowohl stop als auch shut. Ich glaube, das wird noch kacke sein. Black is win. Wir müssen hier raus. Wir haben kein is. Doch, wir haben ein is. Wir haben ein is. Key is push. Aber Key ist nichts anderes. Deswegen können wir hier die Tür auf jeden Fall nicht aufmachen. Aber wenn Key open ist, dann schon. Aber jetzt können wir den Schlüssel nicht mehr bewegen. Das heißt Key... aber wir haben nur ein is. Hä? Also es wäre ganz einfach, wenn wir noch ein is hätten. Dann könnten wir einfach hier, wo wir jetzt stehen, auch ein is hinpacken. Und sagen, Key ist Push. Aber wir haben nur ein Is. Key ist Push? Key. Moment. Door ist Shut. Was ist denn, wenn man den Key auf die Tür rauf pusht? Ach, geht gar nicht. Weil Door Stop ist. Ich hätte gedacht, dass man den Schlüssel vielleicht auf die Tür legen kann. Und man dann sagen kann, Key ist Open. Aber das geht anscheinend nicht. Okay. Wir haben einen Key, den man nicht bewegen kann. Open und Shut. Key, open. Key ist Push. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung. Doch, habe ich. Moment, hier, wir können... geht das so rum? Key ist open? Nee. Muss das immer von oben nach unten? Das ist doch bescheuert. Müsste aber gehen, oder? Wir müssen nur das Key jetzt irgendwie nach oben bringen. Und das Open. Okay, warte mal. Key, du musst weg. Das Open muss nach unten. So ein... ja, Key ist Open, Key ist Push. So ein Kreuz. Okay, Door ist Shut. Door ist nicht mehr Shut. Aber Door ist Stop. Ich komme da trotzdem nicht durch. Verdammte Hacke. Door ist Open. Door is open. Müsste gehen, oder? Ist die Tür dann offen? Door is open. Aber Door ist trotzdem stop, du Vollidiot. Door is stop. Das heißt, wir können da nicht durchlaufen. Okay, das sind zwei verschiedene Sachen. Stop ist einfach, dass man da nicht durchgehen kann. Und shut ist, dass es zu ist. Door is shut. Door ist gar nichts. Doch, Door ist stop. Mann, vergiss das doch nicht immer. Dizzy, bist du blöd? Das heißt, wir machen einfach Door is key. Und weil Key nicht benannt ist als irgendwas, können wir da durchlaufen. Wir hätten wahrscheinlich auch machen können, dass Door is Push sein kann. Dann hätten wir die Tür weggeschoben, aber so geht's auch. Okay, also so langsam wird das doch ein bisschen schwerer. Area clear. Nice. Ah, jetzt können wir in eine neue Area reingehen. Okay, man muss also nicht... ah, und pro Area kriegt man auch eine so eine große Blume.
Man muss nicht alle Level schaffen. Das ist interessant, aber wir machen da natürlich trotzdem alle. Wir gucken uns alles an. Locked in. Jelly ist stop. Okay. Wall ist stop. Wall ist nicht mehr stop. Oh. Wall ist defeat. Alles klärchen. Wall ist defeat. Jelly ist stop. Jelly ist nicht stop. Wir können durch Jelly laufen. Okay. Jelly. Wall ist Jelly? Kommt mir dann in den Sinn? Jelly ist Wall? Nee. Wall ist Jelly. Wall ist Jelly und dann können wir da durchlaufen. Flag is win. Wir haben keine Flag. Wir haben keine Flag. Wir haben nur blöde Sterne, die gar nichts sind. Okay. Wall? Wir haben keine Wall mehr. Wir haben Jellies. Wir können machen Jelly is win. Jelly is win. Ja, okay. In welchen Jelly gehen wir rein? Den da. Man hätte jetzt auch wieder machen können You is win, oder? Nee. Wie war das? In einem Level ging das... Egal. Level 9. You is win? Win is you? You is win? Rock... Rock is Rock. Black is Rock. What? Er hat sich verwandelt, nachdem ich mich einmal bewegt habe. Okay. Black is win? Ich muss mich ja bewegen. Okay, Rock is Rock. Der Stein ist Stein. Okay, Wall is stop. Black is win, Baba is you. Black is Rock. Rock is Flag? Rock is Flag? Flag is Win. Rock ist nicht Flag? Warum ist der Stein keine Flagge? Ach, weil Rock Rock ist. Ah! Der Stein ist Stein. Und weil der Stein Stein ist, kann er nicht Flagge sein. Versteht ihr, Leute? Der Stein kann ja nicht Flagge und Stein gleichzeitig sein. Das geht ja nicht. Ist ja logisch. Das heißt, Rock ist nicht mehr Stein. Und deswegen ist Rock jetzt Flag. Und Flag ist Win. Okay, das war auch wieder Tutorial-mäßig. Okay, also eine Eternity... Oh Gott, dieses Wort. Ein Charakter, ein... Ihr wisst, was ich meine, oder? Eternity. Eine Eternität. Das ist locker das falsche Wort. Kann nur eine Variable zugesprochen sein. Das ist schon so ein bisschen wie 7 Billion Humans. So ein bisschen mit Programmieren. Oh, wir sind Keke. Aber irgendwie auch nicht. Nur so halb. Key is push, key is open. Flag ist gar nichts. Aber vielleicht bald. Key is push. Das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Okay, door is shut. Keke is you. Ist da irgendwas? Star ist gar nichts. Where's? Nee, hatch. Hatch ist door. Nee, hatch and door ist stop. Okay, wir können also weder durch die Tür noch durch die hatch. Was ist denn hatch? Das grüne Zeug hier, aber was heißt denn das auf Deutsch? Eine Hecke. Eine Hecke. Door shut. Kiki is you. Wir sind Kiki. Wir könnten sagen... Oh. Wir könnten sagen... Ki is... Nee, können wir nicht. Ki is you. Wenn wir dann der Ki sind, dann könnten wir... Weil wir auch unten sind, hier durchgehen und dann sind wir tot. Tja, also. Push. Key. Moment, das setzen wir nochmal zurück. So viel kann man hier doch gar nicht machen. Wir können sagen, open. Open ist irgendwas, geht nicht, weil diese umrandeten Wörter müssen immer am Ende stehen. Und diese nicht umrandeten Wörter müssen am Anfang stehen. Keke is you. Wir können machen, Keke is... Nee, wir können machen, Tür bist du, jetzt sind wir die Tür. Black ist gar nichts, deswegen bringt uns das nichts. Aber wir sind jetzt eine Tür, okay. Die Tür kann auch den Schlüssel pushen. Keke ist jetzt gar nichts mehr, Keke hat keine Seele mehr. Door ist jetzt auch nicht mehr shut. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt wieder Keke sind, auch durch die Tür durch... Ah, Door ist stop. No, ich kann das nicht mehr zurückschieben. Nein, wir müssen die Tür sein. Okay, wir sind die Tür. Wir sind die Tür. Wir sind die Tür. Denk wie die Tür, sei die Tür. What to do? Key? Wir müssen irgendwas mit dem Key machen, locker. Was ist denn, wenn... Keke ist Key? Wenn Keke ein Key ist, dann haben wir zwei Keys. Bringt uns halt auch nichts, weil wir keine Tür mehr haben zum Öffnen. Aber das ist so das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt. Wenn
wenn der Key Keke ist. Ah nein, jetzt ist... Oh, okay. Der Schlüssel ist jetzt zum Keke geworden. Aber wir können nicht mehr Keke werden. Sondern wir können... Door is you. Wir sind die Tür und Keke ist jetzt ein Schlüssel. Und wir sind die Tür. Hatch ist... Stop. Black is win. Wir müssen irgendwie da unten rein. Ach lol, Keke ist ja jetzt gar nichts. Wir können einfach das Fleck hier machen. Okay. What the hell? Alles klar hier. Gut, dann wäre es das erstmal mit der zweiten Folge gewesen. Wir kommen... Naja, nicht mehr so gut voran wie in der ersten Folge, aber wir kommen immer noch voran. Also bisher ist noch nichts dabei, was mich so richtig arg am Überlegen machen, tun, tut. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Level. Müssen wir mal sagen, ob wir die... Ja komm, wir machen auf jeden Fall die Bonus-Level irgendwann. Müsst ihr mir nicht sagen, ich mache sie so oder so. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, dann auch ein Abo. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.